Da hat er mich auch angezeigt, das war glaube ich 2011 oder so. Tough Knees. Ey, nächstes Mal, wenn Marvin California live ist, dann Lilano Auseinandersetzung. Wie war das damals? Lass mich nochmal Revue passieren, ich will nichts Falsches sagen. Bananier ist am Start, weh schon, wie das läuft. Und mein Ziel für die nächsten Jahre, einfach halt glücklich zu sein, ist immer das Main-Ziel auf jeden Fall. Hat dir Flair noch ein paar Weisheiten mitgegeben. Richtig tief reingegangen, also richtig Deep Talk gehabt so. Ja, essen, spazieren, Bruder, hustlen, arbeiten. Scheiß auf Silvester, Digga. Was ist Silvester schon, Bruder? Was ist das? So, neues Jahr. Ich weiß nicht, auch wenn ihr Vorsätze habt und so, fangt damit jetzt an. Macht die Sachen jetzt, scheiß auf Silvester, Digga. What's going on here, man? Tschüss! Willkommen zu einer weiteren Folge Barber Talk, man. Mit Mahari, alle. Mahari 68, faust it in, man. Come on, bro. Hey, viel, bro. Ist gut? Ich hoffe, bei euch ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich habe gedacht, wir knüpfen nochmal an. Machen nochmal eine Runde Barber Talk wie letzte Woche. Ich muss mal gucken, dass ich den Chat hier, warte mal. Talk it in. Ja, hier, so habe ich den Chat auch mit drin, Freunde. Was geht ab? What's going on? Alright. Endlich wieder Haare schneiden, ja? Wie oft gehst du zum Friseur? Mahari, wie oft bin ich da? Einmal die Woche, ja? Zweimal manchmal. Zweimal manchmal. Ich glaube, von Kid Ink ist der Song. Ja, Mann, das war Lost in a Sauce von Kid Ink. Oldschool Shit, Visio. Schaust du manchmal UFC? Nee, Bruder. Selten, sehr, sehr, sehr selten. Du, guckst du UFC? MMA? Mhm. Wie oft schneidest du Haare? Ja, wie gesagt, einmal die Woche, manchmal auch zweimal. Das heißt, einmal die Woche Barber Talk ist auf jeden Fall safe für euch, ja? Was geht, was geht, was geht? Wann kommt was mit deinem besten Freund Fanus G-Main? Kommt bald wieder was. Wir telefonieren fast jeden Tag. Ist immer noch Brother. Immer noch Nepsi, ne? Immer noch Nepsi, Bruder. Schöne Grüße gehen raus, Alter, an Fanus an der Stelle. Du hast auch immer seine Haare früh geschnitten, gell? Hahaha, mhm. Patte fließt bei dir zweimal die Woche Friseur. Bro, was soll ich dir sagen? Am Ende des Tages ist ja so, bei so Kurzhaarfrisuren, wie ich die auch habe, ist schon nach 3-4 Tagen würde ich am liebsten meine Haare nochmal schneiden. Am liebsten würde ich Mahari einfach Geld im Monat bezahlen, dass er nur meine Haare schneidet. Und von meinen Freunden. Irgendwann machen wir so, Bruder. Hoffentlich, inshallah, wenn ich irgendwann mal genug Geld verdiene, nehme ich dich in mein Team rein. Hau mal was raus, wo du dich äußerst über deine Pläne für die Zukunft und wie es dir auf dem Weg bis jetzt ging. Boah, ist eine sehr tiefe Frage auf jeden Fall. Ich sag mal so, der Weg ist natürlich immer von Up and Downs geprägt auch. Das müsst ihr euch bewusst machen, sobald ihr anfangt, euren Traum zu leben, beziehungsweise sobald ihr irgendwas erreichen wollt, was nicht normal ist, sag ich mal, in Anführungszeichen. Wer sagt schon, was normal oder was nicht normal ist? Dann werden viele Steine in den Weg kommen. Es werden viele Menschen auch kommen, die euch einreden wollen, dass ihr es nicht schaffen könnt. Es werden Probleme kommen, es werden Dinge kommen, die euch versuchen werden, davon abzuhalten quasi, euer Ding zu machen. Es sind auch Tests, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es werden auch Tests geschickt von Gott auch. Wie stark willst du es eigentlich wirklich? Weißt du, wie ich meine so? Und diese Tests sind halt immer schwer so. Ist hart. Ist teilweise hart. Ich habe schon harte Phasen durchgehabt im Leben. Aber am Ende des Tages kommt ihr eurem Traum näher, ist alles gut. Ihr müsst euch einfach immer fragen, so, warum habt ihr angefangen? Warum geht ihr diesen Weg? Geht ihr den Weg noch richtig? Geht ihr noch in die richtige Richtung? Und dann weiter. Manchmal muss man auch stoppen. Manchmal muss man auch sich zurückziehen. Gucken, ist der Kompass noch richtig ausgerichtet? Muss ich eventuell den Kompass neu ausrichten? Habe ich irgendwelche Dinge in den letzten, weiß ich nicht, habe ich irgendwelche Dinge vernachlässigt? Manchmal ist man auch so in seiner Zone, in seinem Film drin, dass man vielleicht Dinge vernachlässigt, die man dann gerade nicht auf dem Schirm hat oder so. Auch wichtig, dass man sich immer wieder reflektiert. Ja, Bruder. Und mein Ziel für die nächsten Jahre, einfach halt glücklich zu sein, ist immer das Main-Ziel auf jeden Fall. Aber natürlich auch geschäftlich noch erfolgreicher zu werden, die Klamottenmarke noch größer zu machen, endlich anfangen Klamotten rauszuhauen, weiter noch Klamotten raushauen, endlich anfangen Musik zu veröffentlichen, da Gas zu geben, YouTube-mäßig weiter Gas zu geben, so halt, weißt du.
Leon, hast du mitbekommen, Roos will nächstes Jahr eine Reality-Show starten, wo er große Einblicke hinter was losgibt? Feier ich. Banane ist am Start, weißt du, wie das läuft. Hast du auch schon Erfolg mit dem Haarwuchscoach? Fellas, Haarwuchscoach ist mein Bruder Fanus, ja? Da steckt der Bruder Fanus dahinter. Ich unterstütze da natürlich mit allem, was ich kann, so. Ja, Mann. Da werde ich mit ihm vielleicht mal drüber reden. Vielleicht lade ich den das nächste Mal ein zum Barbertalk oder wir machen mal wieder ein Video zusammen. Dann kann er darüber mal ein bisschen ausführlicher erklären. Machst du auch Beats? Nee, bis jetzt noch nicht. Dies, das, mies, mas, Visio. Mach mal einen Talk mit dem Haarwuchscoach, also Fanus, wäre nice. Ja, let's go. Wir erwähnen den jetzt einfach mal in der Story, würde ich sagen, oder? Yo, Haarwuchscoach, Bro, die Leute sagen, dass ich mal mit dir einen Talk machen soll. Muss auf jeden Fall mal hier im Barber-Talk vorbeikommen, Haarwuchscoach. Visio, wie das läuft, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du die Löcher wieder an den Start gekriegt hast. Wie hast du deinen Bart wieder so voll bekommen? Ja, wie gesagt, Digga, das waren alles Tipps auch von Fanus an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Deswegen checkt auf jeden Fall schon mal auf Instagram Haarwuchscoach ab. Der gibt da gute Tipps auf jeden Fall. Kennst du Aramea, Bro? Natürlich kenne ich Aramea. Ich hatte einen sehr guten Freund. Grüße gehen raus an Chris an der Stelle. Einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der Aramea war. Wave Talk mit Baro bald mal wieder. Normalerweise sollte Baro gerade da sein. Ja, aber mein Friseur hat leider nicht so viel Zeit. Baro wollte auch noch Haare schneiden. Sonst wäre er dabei gewesen. Nächstes Mal, Freunde. Fanus soll auf YouTube aktiver werden, habe ich ihm auch gesagt. Toughness Records it in, motherfucker. What's going on here, man? Also, haut Fragen rein, Freunde. Was geht ab? Digga, ich feier diesen Mantel, Bro. Ich will einen Anzug. Ich will den Anzug, den roten Anzug, den ich habe, den will ich in diese Farben eigentlich bringen. Grün-Weiß. So wie Jets, so wie das hier. So wie das, guck mal. Zieh ich meine? So. Geil, wisst ihr Bescheid? Eine Frage, kommt mal ein Talk mit Mois? Keine Ahnung. Nicht geplant. Hat dir Flair noch ein paar Weisheiten mitgegeben, Bruder? Das kann ich eigentlich an der Stelle hier mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber der Daud von TV Straßensound hat ja auch schon das Interview jetzt rausgehauen mit ihm und Flair. Und in dem Interview, die erste halbe Stunde reden die über den Abend vorher, wo ich mit Flair den Talk gemacht habe. Und ja, Dicker, war auf jeden Fall ey, war auf jeden Fall ein heftiger Talk am Ende noch so mit Flair. Also wirklich über Gott und die Welt geredet und der hat echt auch mir auch ein paar Dinge von Herzen gesagt, so, die ihm bei mir aufgefallen sind und auch kein Blatt dabei vor den Mund genommen. Ich sag dir, wie es ist, am Ende des Tages habe ich damit was rausgenommen. Weißt du, wie ich meine, so? Am Ende des Tages ist Flair jemand, der schon seit 20 Jahren oder so in der Industrie stattfindet. Ich bin noch relativ neu in der Industrie und ich bin immer so, wenn ältere Leute aus dem Bereich, wo ich auch was reißen möchte, ältere Leute, die auch schon was erreicht haben, mir dann Talks verpassen, dann bin ich so einer, dann höre ich zu. Weißt du, wie ich meine? Dann sitze ich und höre zu. Und guck, was ich mir damit rausnehmen kann, so. Auf jeden Fall nice. Was hat er dir denn Tipps gegeben? Ja, Bro, das waren halt sehr private Sachen, da waren sehr viele private Dinge dabei. Wir haben uns auch unsere Lebensgeschichten bzw. unsere Struggles, die wir so hatten, auch mit Familie und so gegenseitig erklärt, mit Mutter, ohne Vater, dies, das, heim aufgewachsen, bla bla, Identifikationsprobleme, als einziger Schwarzer in einer weißen Familie, so eine Sachen, richtig tief reingegangen, also richtig Deep Talk gehabt so. Und ja, Digga, es war sehr viel wert. War sehr viel wert. Wegen was hattest du mal mit Lil Lano aus einer Auseinandersetzung? Bruder, Lil Lano Auseinandersetzung, wie war das damals? Lass mich nochmal Revue passieren, ich will nichts Falsches sagen. Lil Lano war damals YouTuber. Alec. So. Erstes Mal habe ich den gesehen in einem Video von Apo Red, glaube ich. Irgendwo im Hintergrund so. Haben die Freestyles gemacht, war der auch dabei. Okay. So. Hab den nicht wirklich verfolgt und so. Hab dann nur irgendwann mitgekriegt, dass er ein bisschen durchgedreht ist, der Bruder, ne? Irgendwie. Der ist anscheinend irgendwie ein bisschen durchgedreht. Hab davon Wind bekommen, bin mal auf seinen YouTube-Kanal gegangen und hab dann gesehen, dass er halt so krasse, so komische Videos gemacht hat, ne? So ganz komische Videos. Der war voll high, voll auf Drugs und so und hat dann so ganz komische Sachen erzählt und so Stories so, meine Mutter will mir keine Ketten kaufen oder irgendwie so ganz komische Sachen, wie er Stress mit seiner Mutter, also so ganz, ganz komische Sachen oder seinen Bauch gezeigt hat und so. Also richtig anstößige Sachen hat er zu der Zeit gemacht, so. Und dann hat der anscheinend irgendwie Beef gehabt mit einem ehemaligen Weggefährten von mir, Emir Chehaich. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle, der Brother macht auch mittlerweile Musik, Vesho.
Genau, hat Beef mit dem gehabt. Dann haben die Videos gemacht gegenseitig, so, ey, der haben sich so exposed, haben sich versucht schlecht darzustellen und so. Und dann hat halt der Lil Lano ein Video gemacht, Freund von Leon Lovelock in Klammern Emir. Oder nee, Emir in Klammern Freund von Leon Lovelock macht Stress wegen bla und so. Und ich muss sagen, ich war halt damals, bin ich noch nicht so ganz zurechtgekommen mit dieser Internetwelt. Ich komme halt aus dem echten Leben und ich habe immer gedacht, so, okay, wenn einer im Internet irgendwie meinen Namen sagt, dann muss er damit rechnen, dass ich im echten Leben auf ihn zukomme und sage so, Bro, warum benutzt du meinen Namen und so, bla bla bla. Ich war damals noch auf einem anderen Film. Mittlerweile habe ich auch verstanden, dass man so eine Sachen halt auch einfach anders klären kann. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwie angegriffen gefühlt, weil er meinen Namen benutzt hat, um Klicks zu machen und habe ihm dann eine Nachricht geschrieben. Ich so, ey, nimm den Namen aus dem Titel raus, sonst irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Irgendwie was Dummes habe ich halt einfach gesagt so. Dann hat er nicht darauf reagiert, hat einen Screenshot gemacht und hat es im nächsten Video wieder eingeblendet. Halt dieses typische YouTuber-Troll-Ding. Ähnliche Sache, die mir auch mit KuchenTV dann passiert ist im Nachhinein nochmal. So. Hat es wieder in ein Video eingebaut und dann bin ich halt durchgedreht, so. War auf 180, hab versucht, seine Adresse rauszukriegen und so, richtig behindert. Und ja, da muss man dann sagen, Grüße an der Stelle an Emir. An Barisch, meine ich, Barisch Elmas, ich küsse dein Herz, Bruder, der eigentlich jetzt hier sein sollte. Der hat mich dann runtergeholt von dem Trip. Der hat dann zu mir gesagt, Bruder, warum regst du dich überhaupt auf? Du Depp. Das ist irgend so ein Keck aus irgendeinem Dorf, benutzt deinen Namen für Klicks und ist scheißegal, warum machst du dir, warum schiebst du dir so eine Welle? Wir haben keine Zeit für sowas, wir müssen uns auf uns konzentrieren. Positiven Vibe behalten, gute Sachen machen. Da soll der Fokus drauf liegen und dann habe ich einfach darauf geschissen. Das war die Situation mit Lil Lano. Pff, Kindergarten. Am Ende des Tages Kindergarten. Ich find's geil, dass der Bruder Musik gemacht hat, dass er es geschafft hat, dass die Leute ihn ernst nehmen. Ich feiere ein, zwei Songs von ihm auch und so. Ich finde den Weg geil, ich find's gut. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch vom YouTuber zu einem guten Musiker werden kann. Know what I'm saying? Emir war so peinlich eine Zeit lang. Auch Emir hat komische Sachen gemacht zu der Zeit. Ich war ja dann auch nicht mehr mit dem unterwegs. Ja, so halt. Und seitdem habe ich mich eigentlich von allen YouTubern distanziert und habe nie wieder was mit einem gemacht, Digga. Gibst du dir Telegram-Kanäle? Wenn ja, welche? Nee, Brudi. Darf man wissen, weshalb Genetik und Zilla Fitner gegen dich machen? Bei Zilla war das so, in dem Song, da hat er einfach so einen Rundumschlag gemacht, hat alle Plattformen irgendwie beleidigt und hat mich dann auch irgendwie erwähnt. Und bei Genetik, sag ich dir ehrlich, die verschachteln ihre Texte so komisch, dass ich nicht mal gerafft habe, was sie gemeint haben, Digga. Tschüss dir. Wo jetzt wieder bestimmt, wenn ich das auf YouTube hochlade, wieder paar, ich sehe das immer mal wieder. Herr Leon, du scheinst nicht der Hellste zu sein, du scheinst nicht der Intelligenteste zu sein, das sagen die Leute bei mir immer wieder. Weil ich halt auch mein Herz auf der Zunge habe und einfach auch manchmal einfach irgendwelche Dinge sage, die ich gerade so im Kopf habe. Aber seid euch mal sicher, ich habe auf jeden Fall, ich habe meine Bildung schon hinter mir, so, weißt du, wie ich meine, so. Ich habe damals zwar nur einen Hauptschulabschluss gemacht, aber dann irgendwann meinen Realabschluss nachgeholt, habe dann Abi nachgeholt, bin dann studieren gegangen und so. Also wenn es um diese Schulintelligenz geht, so, dann habe ich da schon auf jeden Fall ein bisschen was mitgemacht. Hast du Beef mit Asche? Nee, auf keinen Fall. Talk mit Kolle wäre nice. Ja, safe. Wie viel Millimeter oben? Wie viel Millimeter mal Hadi oben? 3 Millimeter. 3, ja? 3, Freunde. Wie läuft Fitness, Bruder? Scheiße. Ich glaube, so schlecht lief Fitness noch nie. Das exotischste Land, in dem du warst. Ich war leider noch nie in Afrika. Das exotischste Land war, glaube ich... Boah, ich war noch gar nicht so viel reisen, ja? Santorini dann, ne? Ich glaube, Santorini dann. Boah, der Bruder könnte meine Haare auch schneiden. Der Bruder hat den freshesten Fade. Aber der Bruder, sein Telefon, willst du nicht sehen, Bruder? Ich habe mich heute fast mit ihm geschlagen, weil wir Termin hatten. Und ich rufe ihn an um 14 Uhr hatten wir Termin. Ich rufe ihn an um 14.15 Uhr. Ich sage, Bro, wo bist du? Ich bin gerade Sparkasse, sagt er. Wie Sparkasse, Bruder? Und natürlich, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch Bionic Clothing abchecken. Bionicclothing.de, da gibt es die Klamotten am Start auf jeden Fall. Und ja, Digga. Ansonsten checkt auf jeden Fall die Videos. YouTube-Kanal läuft auch wieder. Ja, Mann. Oh, shit. Barbie vibes it in. Der Bruder cuttet schneller als sein Schatten. Noch 0,2 Millimeter und der ist im Gehirn, Bro. Ich spüre auch schon leicht die Gehirnrinde gerade. Yo, Bruder. What's poppin'? I got options. Brand new whip just hopped in. Toast it in, motherfucker. Mahari schneidet gerade meine Haare, Bruder. Mahari? Ich bin aber live, ne, Bruder? Nicht vergessen, ich bin live, ne, Ashkan? Dass du weißt. Live? Ich bin Livestream, ja. Also, das hören jetzt ein paar hundert Leute. Okay. Hey, ich sag euch,
euch was. Ne? Erzähl mal. Der Harry ist der krasseste Friseur weit und breit. Weltweit, gell? Bruder, Mehari ist anders, Bruder. Mehari ist nicht nur, der macht nicht nur deine Haare krass, Bruder, der schickt dich auch krass nach Hause. So. Du bist jemand, Bruder. Verstehst du? Versteht ihr das, Freunde? So, erklär mal, warte mal. Letzte WhatsApp, wir hören uns. Erklär den Leuten mal, wer du bist. Ich bin, Bruder, ist gar nicht wichtig, du weißt doch. Die sollen alle warten, wir haben noch 2 Tage bis 2:21. I told you guys. Hier ist es Main Model von, ich gebe einen Tipp, Main Model von Gangland, Alter. Ja, das war lustig. Diese Props übrigens an dieser Stelle. Voll, ich küsse dein Herz, Bruder. Eine andere Sache, Leon, du musst mir nochmal kurz antworten wegen einer anderen Sache. Ja, Bruder, ist er schon. Reicht es, wenn ich dich danach anrufe in 15 Minuten so? Okay, Bro, bis gleich. Ciao, ciao. Der Ashkan Big Brother, gell? Mhm. Mahari mit den Lichtvibes. Ich mache auf jeden Fall auch mal einen Talk mit dem Bruder, glaube ich. Der hat so viele Insider-Informationen auszupacken über eure Lieblingsrapper, das ist krass. Ich muss sowieso mal anfangen, ein bisschen mehr Talks zu machen mit Leuten aus dem Hintergrund, weil die haben echt auch die Storys zu erzählen, ne? Manager, A&Rs, Producer, Booker. Ey, nächstes Mal, wenn Marvin California live ist, dann spammt den mal voll, dass der mich in den Town Hall einladen soll. Ich habe gestern geschrieben, ich kämpfe gerade, Relevanz genug zu werden, dass ich in die Town Hall rein kann. Ich will, dass der mir kritische Fragen stellt. Ihr wisst doch, wir haben uns nicht auf dem besten Fuß kennengelernt, aber jetzt so, mittlerweile sind wir eigentlich relativ so neutral cool so. Ich glaube, Interview mit dem wäre krass, wenn einer mir mal so kritische Fragen stellt. Oder was sagt ihr dazu, Freunde? Sorry, ja, Salame. Was für Musik hast du mit 15 gehört, also 2005? Boah, da müsste ich jetzt kurz einmal überlegen. Müsste ich mir einmal ganz kurz Gedanken drüber machen. Kurz einmal so searchen auch. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Genau. Das wäre wild, vor allem nach dieser Querdenker-Geschichte. Weshow. Würde bestimmt sehr viel angucken und diese Kombination, du und Marvin California, Town Hall it in, man. Ja, siehste? Feier ich doch. Seid ihr doch auch einer Meinung. Seid ihr doch meiner Meinung. So schön. Wird bestimmt irgendwie funktionieren. CCN2 kam 2005 raus. Nee, safe nicht. Ich hab keinen Berliner Rap gehört früher. Den einzigen deutschen Rap, den ich gehört habe, also bei mir Deutschrap hat angefangen mit Sammy Deluxe, Dynamite Deluxe und dann ging's weiter mit Azad und Savage. So, und das habe ich auch eine ganze Zeit lang gehört. Bushido ist erst sehr spät auf meinen Schirm gekommen, da war ich schon älter. Das erste Bushido-Album habe ich mir über Bashair runtergeladen, da hat er mich auch angezeigt, das war glaube ich 2011 oder so. Schon 21 oder so. Und Flair habe ich erst seit neuestem auf dem Schirm. Flair habe ich nur früher ab und zu mal durch die Songs halt von Bushido mal oder so, wenn die Beef hatten und so, aber ich habe nie gepumpt. Ich habe nie gepumpt, Flair. Ich habe nie Bushido gepumpt, erst später. Ich habe sowieso halt erst mit Ami-Rap angefangen, Deutschrap ist erst später auf den Tacho gekommen bei mir. Aber dann auch richtig so. Richtig, richtig. Sammy Deluxe war mein Liebling, Dicker. Sammy Deluxe und Azad, das waren die mich am meisten geprägt haben eigentlich. Und dann Manuelsen. Und dann Haftbefehl. Weißt du, dann kam so die neue Zeit. Musstest du zahlen wegen Bushido-Download? Ja, Bruder. Aber ich will jetzt darüber nicht reden. Ich weiß nicht, ob es verjährt ist oder so, aber der ist auch so, der würde, glaube ich, nochmal eine Anzeige rausholen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nur eine Rate bezahlt habe und dann aufgehört habe. Weißt du, wie ich meine? Welche Ami-Rapper hast du früher gepumpt? Angefangen hat's mit Pac, dann ging's weiter. Snoop Dogg, Ice Cube, NWA, Westside Connection, MC8, Clipsy, dann ging's weiter in die etwas neuere Zeit dann, ja. Was war dann der Shit? Dann hat es auch irgendwann angefangen mit Kendrick Lamar, Kid Ink, Lil Wayne, Tiger, DJ Unk, Lil Jon. So, dann Nelly, Method Man, Redman, Bruder, Ludacris, Bruder, Paul Wall, Ying Yang Twins waren noch dann, Remy Martin und so. Remy Martin, erstes Mal live gesehen im Downtown. Fat Joe auch live gesehen. Ja, Bruder. Also, ich habe wirklich alles durch, so mehr oder weniger, ne? Also, die goldene Era von Rap, da war ich zwar noch sehr, sehr klein, beziehungsweise wurde erst geboren, aber das habe ich alles nachgeholt halt, ne? Alles nachgeholt und dann die Entwicklung von Rap live mitbekommen hat. Und das ist schon eine Sache, wo ich auf jeden Fall sagen muss,
ich bin dankbar dafür, dass ich diese Zeit so miterlebt habe. Ja. Krass, einer schreibt, Manuelsen, was tot ist, unfassbarer Track, feierst du auch, Bro, oder? Glaub, du hast ihn sogar mal auf den Song angesprochen. Bruder, das ist mein absoluter Lieblingstrack eigentlich. Obwohl, jetzt wo ich es ausgesprochen habe, muss ich halt auch an Farben denken. Aber was tot ist, Bruder, das war ein epischer, also der hat mich zu einer Zeit begleitet, die einfach so episch war, dass das für immer in meinem Kopf drin bleiben wird und so positiv abgespeichert sein wird. Und deswegen, also Manuelsen hat schon damals mit Geschichten, die das Leben schreiben, hat er einen Song gehabt, und der gleichnamige Song wie der Tape, Geschichten, die das Leben schreiben, der hat mich so krass geprägt, weil ich zu der Zeit auch eine ähnliche Situation hatte. Und Manuelsen hat mich immer wieder geprägt mit seinen Songs, hat mich immer wieder begleitet auf meinem Weg in der Jugend zum Erwachsenwerden. Das ist halt voll geil. Und als ich dann da saß letztes Mal und Manuelsen einen Song von mir gezeigt hat, das ist für mich einfach eine schöne Situation, weißt du so? Ist mir auch scheißegal, so, ihr könnt auch von Manuelsen halten, was ihr wollt, und ihr könnt auch sagen, was ihr wollt, und tun, was ihr wollt. Diese Situation kann mir keiner nehmen, weißt du, ich meine so. Was machst du Silvester und was kannst du empfehlen zu machen? Überlege mit Freunden zu chillen, aber kann nichts machen, und überlege mit ihm einfach zu essen und essen, spazieren, Bruder, hustlen, arbeiten, scheiß auf Silvester, Digga. Was ist Silvester schon, Bruder? Was ist das? So, neues Jahr, ich weiß ich nicht, auch wenn ihr Vorsätze habt und so, fangt damit jetzt an, macht die Sachen jetzt, scheiß auf Silvester, Digga. Hast du Kontakt mit Bushido? Tough Knees. Hat Manu oder Flair mehr Input auf dich? Würde ich gar nicht bewerten wollen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Menschen, die auch sehr unterschiedliche Dinge auf den Weg mitgeben. Ich bin froh, dass ich mit zwei solchen Menschen halt einfach cool bin, so. Zwei solche Menschen irgendwo auch in mein Herz geschlossen haben, die mich auch in ihr Herz geschlossen haben, so dass man sich gegenseitig unterstützt und sich Tipps gibt und so. Ist sehr viel wert. Warst du mal im Puff, Bruder? Yes. Hast du Ru's Interview mit J-Love gesehen? Ja, Bruder. Nur den Anfang, da war es mir zu cringe, musste ich weg. Musste ich wegschalten, Dicker. Muss ich mir nochmal, vielleicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, paar miese CBD-Joints vorher rauchen und dann nochmal gucken. Guck mal, das Video, was ich heute hochgeladen habe auf Ding. Lovelock Highlights. Da habe ich mies recherchiert. Schön, dich jetzt auch hier zu sehen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Was war deine erste Reaktion, als du Blei von Bushido gehört hast? Bruder, erste Reaktion, ich habe mich gefreut, Digga. Weil das war so Ding. Okay, krass, mittlerweile hast du dir so eine Relevanz erkämpft. Das ist halt vielleicht auch ein dummer Gedanke, keine Ahnung, aber ich war so, oh, geil, Digga, Bushido, jemand, der voll viele Leute geprägt hat und Jugend und dies, das, bla bla bla, und für viele Leute auch irgendwo eine Legende ist, so, hat einfach deinen Namen in einem Track verewigt. So. Das, was er da sagt, ist eh Schwachsinn, war ich so, nice, Digga. Ich war auch gar nicht, dass ich drauf reagieren soll oder so. Weißt du, wie ich meine, so, das war gar nicht so irgendwie so, dass ich jetzt mir dachte, oh, ich muss jetzt darauf reagieren oder so, nö, Digga. Weil ich wusste auch gar nicht, wie man auf sowas reagieren soll, weil da gibt's keine Angriffsfläche mehr, weißt du, wie ich meine, so. Eine Sache, rede mal Real Talk, hau raus, welche Rapper Culture gecancelt haben wegen deiner Corona-Sache. Diese Ansage machen ohne Name nennen ist nicht unser Stil, Bro, Real Talk it in, Motherfucker. Du redest von unserem Stil, Bruder, wer ist uns eigentlich, wer ist wir, Bruder? Wer ist wir? Ich entscheide doch selber, über was ich rede oder über was ich nicht rede, so. Und ich bin halt ein Typ, der nicht so gerne irgendwo in der Öffentlichkeit sitzt und einfach irgendwelche Names droppt, Bruder. Wenn ich weiß, dass das dann vielleicht für die Leute am Ende des Tages auch negativ sein kann. Warum soll ich die Leute jetzt am Pranger stellen, nur weil die nicht die Eier hatten, sich nochmal neben mir zu setzen, so. Keine Ahnung. Wenn die irgendwann mal mir vor die Augen kommen, werde ich es denen so sagen, so, ey, ich bin enttäuscht oder das war Kacke von dir, aber ich muss mich nicht in der Öffentlichkeit hinsetzen und diese Leute so schlecht machen, weißt du, wie ich meine, so? Das muss nicht sein, Dicker. Jeder ist anders, so. Jeder hat seine Gründe, Mann, Bruder. Ich will mir auch, ja, so, wer weiß, was in 5 Jahren ist oder so. Ich bin immer eher vorsichtig, so. Weißt du, wie ich meine? Es gibt Leute, die droppen gerne Names in jedem Interview. Mal den Namen, mal hier sagen und so. Bruder, ich weiß im Herz, wer cool war, wer nicht. Ihr wisst es auch, wenn ihr einfach darauf schaut, mit wem ich noch Talks mache und mit wem nicht. Muss man doch keine Names droppen, Bro. Leon, zieh mal Streaming durch, dann kommt es mit, du, safe. Alles cool, Dicker. Ich muss ja, Bruder, ich mache seit 2 Wochen. Weißt du, wie ich meine, so? Seht ihr, wie ich immer fresher aussehe, langsam? Ja, Mann, Alter, ihr müsst überlegen, auch was mir gerade noch eingefallen ist. Ich sehe das mittlerweile, das ganze Game, auch irgendwo ein bisschen so als Spiel, Digga. Weißt du, wie ich meine, so? Weil am Ende des Tages sind diese Leute, die ich in dem Game kennengelernt habe, in diesem Spiel, in diesem Rap-Spiel, nicht meine echten Brüder und nicht meine echten Freunde. Das heißt, wenn dann jemand von denen nicht sein Wort hält, beziehungsweise jemand von denen dann sagt, ey, guck mal, Cancel Culture, nach dieser Aktion kann ich mich mit dir nicht mehr hinsetzen und mit dir keine Videos mehr drehen, so, dann,
könnte ich jetzt zwei Sachen machen. Ich könnte jetzt in der Öffentlichkeit darüber reden und diese Person an den Pranger stellen. Und dann hätte ich es mir mit den ganzen Leuten versaut auch irgendwo. Und dann würden auch andere Leute sich wahrscheinlich denken, ah, mit dem mache ich lieber nichts und so. Und ich sag mir mittlerweile, ich bin real, Dicker. Ich will mir am Ende des Tages in den Spiegel schauen können, wenn derjenige sich dann nicht mehr in den Spiegel schauen kann, weil er erst Nein gesagt hat und dann, weil bei mir wieder läuft, wieder angekrochen gekommen ist, warum soll ich dann Nein sagen? Und wenn ich dann über diese Person geredet hätte, hätte ich mir das auch zugebaut so. Es gibt ein paar Namen, die ich auch jetzt gerade im Kopf habe. Wenn die jetzt zu mir ankommen, mit deren Millionenreichweite und sagen, lass mal einen Talk machen, weil die sehen, okay, Flair, Manuelsen geht wieder durch die Decke so, lass Talk it in und so, dann nehme ich den mit. Dann setze ich mich in den ersten 5 Minuten hin und sag dem, ey, Bro, fand ich kacke von dir, dass du so und so gemacht hast, aber egal, jetzt bist du hier. Dann, meiner Meinung nach, beweist das für mich Stärke, weil ich will ja auch dann vorankommen. Wenn ich zu der Zeit einen Song draußen habe, wenn ich zu der Zeit Merch draußen habe, mache ich Werbung für meinen Song, mache ich Werbung für meinen Merch. Bro, so läuft das Game heutzutage. Warum soll ich mich, weißt du, wie ich meine so? Ich verbieg mich, verstell mich nicht mehr. Ich bin so, wie ich bin, Dicker. Und ich nehme nichts mehr zu Herzen, was da draußen passiert. Oder was ein Rapper oder ein Influencer oder irgendeiner über mich sagt. Und wenn ich den für mich nutzen kann irgendwann, nutze ich den für mich. Fuck it, Bruder. Denkst du, dass du nochmal so eine Liebe zu Fitness entwickelst wie in deiner Prime-Time? Bruder, diese Liebe zu Fitness ist größer geworden mittlerweile. Kurz bevor Lockdown war ich so krass im Film. Ich schwöre dir, hätten die mich nicht eingesperrt jetzt, hätten die uns nicht eingesperrt, dann wäre ich jetzt schon ein mieser Motherfucker. Ich schwöre dir, 2021 hätte ich Mutter gefickt. Ich hätte alles auseinandergenommen. Aber werde ich auch so. Sobald die Läden wieder, die Gyms wieder aufmachen, ich werde noch einmal in meinem Leben in eine Form kommen, dass ich mich selber toppen werde. Das ist das Ziel. Und es ist nicht einfach für die Leute, die die Bilder von damals kennen, die wissen, wie ich damals aussah, Digga. Tschüss. Aber 30 halt, ne, jetzt. So. Muss ich mich beeilen. Sag mal, dein Friseur ist stabil. Stabil, Bro. Schreibst du nicht oft dasselbe? Ja, ja und nein. Ich versuche schon halt irgendwie so, ja, also es wiederholt sich manchmal, safe, 100 Pro. Aber ich versuche schon in mich zu gehen. Ich versuche auch dann immer so auf die aktuelle Situation, Menschen, denen ich heute begegnet bin oder gestern, Erlebnisse, die ich hatte, dafür zu danken. Manchmal auch einfach nur, dass man ein Dach über dem Kopf hat oder so. Man soll sich halt schon die Zeit nehmen, so, weißt du, kurz 5 Minuten, 10 Minuten in dich gehen, dich fragen, so, okay, weißt du, wie ich meine? Colonia in, man. Oh, shit. Tschüss. Küss dein Herz. Yes, yo, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Barber-Talk an der Stelle, Alter. Ich küsse eure Herzen, danke, dass ihr dabei wart. Mahari, komm mal her nochmal einmal hier, sag einmal ciao, wie schön, wie das läuft. Folgt Mahari auf Instagram, wie schön, wie das läuft. Yes, Fellas, bis zum nächsten Mal. Peace. Ich hab deinen Link auch reingemacht.